diesmal ein kleines nettes zweites Video zum Parallelogramm. Und zwar geht es diesmal um die Formeln zur Berechnung eines Parallelogramms. Und zwar Formeln, die was anderes berechnen als den Flächeninhalt. Das könnt ihr ja schon berechnen. Aber zur kurzen Wiederholung fangen wir doch mal mit der Berechnung eines Flächeninhalts an. Ihr kennt ja schon die Formel zur Berechnung des Flächeninhalts eines Parallelogramms. Gegeben von dem Parallelogramm ist die Seite A mit 6 cm und die Höhe H mit 2 cm. Und gesucht ist der Flächeninhalt, also das große A. Das grün markierte ist also gesucht, der Flächeninhalt des Parallelogramms. Ihr kennt die Formel bereits, der Flächeninhalt eines Parallelogramms ist A mal H. Das ist einfach, ich schreibe nochmal die Formel hin, setze die Zahlen ein, A ist gleich 6 cm mal 2 cm. Das heißt, der Flächeninhalt ist 12 cm hoch 2. Man kann am Parallelogramm nicht nur den Flächeninhalt berechnen, sondern auch die Seite A. Und jetzt kommen wir zur Formel zur Berechnung der Seite A. Diesmal ist der Flächeninhalt gegeben und die Höhe von 2 cm und gesucht ist die Länge der Seite A. Dazu muss ich die Formel umstellen. Ich schreibe erstmal die Grundformel hin zur Berechnung des Flächeninhalts. A ist gleich A mal H. Ich teile durch H, um das A auf eine Seite zu stellen, also A geteilt durch H ist gleich A. Der Flächeninhalt geteilt durch H ist gleich die Seitenlänge. Ich drehe es um. Die Seitenlänge A ist gleich der Flächeninhalt geteilt durch H. Das wäre die Formel zur Berechnung der Seitenlänge. Wir rechnen die Seitenlänge nochmal aus und schauen, ob das auch stimmt. Also die Seitenlänge ist gleich 12 cm zum Quadrat. Flächeninhalt geteilt durch 2 cm, also geteilt durch die Höhe, und das Ergebnis ist 6 cm. Die Seite A hat 6 cm und das stimmt. Gut, dann kann man noch die Höhe berechnen. Die Höhe H, also gegeben ist A 12 cm hoch 2, der Flächeninhalt, und die Seite A mit 6 cm, und gesucht ist die Höhe H. Der Flächeninhalt, ich schreibe wieder die Formel auf, die Grundformel, der Flächeninhalt ist gleich A mal H. Ich will ja nur auf der einen Seite die Höhe haben und deswegen teile ich durch A, dann heißt es A geteilt durch A, also der Flächeninhalt geteilt durch die Seite A. Ich habe auf der rechten Seite die Höhe stehen, drehe das Ganze um. Die Höhe ist der Flächeninhalt geteilt durch die Seite A. Da habe ich die Formel und um das auszurechnen, setzen wir die Zahlen ein. H ist gleich 12 Quadratmeter geteilt durch 6 cm, also durch die Seite A. Und damit ist die Höhe 2 cm. Und das stimmt auch. So, das wären diese drei Formeln. Ich würde euch empfehlen, euch mit der Umstellung der Formeln auseinanderzusetzen, weil im Grunde genommen kann man bei jeder Fläche mehrere Formeln auswendig lernen, aber das wird auf Dauer ein bisschen unübersichtlich. Gut, soweit zur Berechnung des Parallelogramms. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Übungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.